ich kenne meine Truppe. Wenn wir so früh in Führung gehen, dann neigen die dazu, ein bisschen nachzulassen, das Pressing nicht mehr so intensiv zu führen. Und dann kommt es meistens vor, dass du dann bestraft wirst. Heute muss man sagen, haben wir es den Gegner nicht leicht gemacht. Aber wir hatten auch einen Gegner, der uns arbeiten lassen hat, wie wir wollten. Und deswegen geht das so, wie es ist, auch in Ordnung. Ja, du, wir haben eigentlich gehofft, mit ein bisschen Glück vielleicht ein Pünktchen hier zu holen. Wir wollten einen auf Frankfurt machen. Hat leider nicht geklappt. Durch das frühe Gegentor war natürlich schon viel von der Taktik durcheinander. Das zweite Problem, was ich heute gesehen habe, ist einfach, wir waren zu ängstlich. Wir hatten zu viel Respekt vor den Gegner. Das hat dann in vielen Situationen einfach mitbekommen. Wir hatten zu viel Abstand. Wir haben Angst gehabt, in die Zweikämpfe reinzugehen. Und das kann man natürlich den Pechern, so viel Raum kann man den Pechern einfach nicht geben. Ja, natürlich. zu Beginn gleich ein frühes Tor geschossen. War natürlich ist gleich die Lockerheit da. Und dann geht alles natürlich viel einfacher. Ja, Stimmung ist nicht gerade die optimalste. Ne? Nach so einer Niederlage ist man immer ein bisschen gedemütigt, aber ich denke, wir haben in den letzten Wochen ein bisschen mehr Gas gegeben. Vor allem mit unserem Trainerwechsel ist wieder guter Schwung in die Mannschaft gekommen und ich denke, auch so eine Niederlage, die bringt uns nicht zu Boden. Eine Niederlage ist okay, nächste Woche geht's weiter, schauen wir in die Zukunft.